gleich noch ein Messer, das darf ich auch gleich zeigen. Wikinger, das ist das Wikinger-Sachs, das ist unser Wikinger. Nicht vom Bauch direkt. Das ist ein Alltagsmesser. Was kann er? Frei heißt es nicht abgesprochen, dass die machen. Die versuchen wirklich, sich zu treffen. Die meisten Sachen, die man im Fernsehen sieht, das ist alles vorher genau einstudiert. Warum so und nicht anders? Das ist nicht einstudiert. Da braucht kein Eisen, die sind wirklich gut geschützt. So dick wie die da aus dem Ding. Also einfach ist es nicht, jemanden zu treffen. Nicht stechen, weil er könnte ja durch den Helm auch in das Auge rein. Weg ist er.
Ja, gib mir deine Sonnenbrille. Braucht noch? Keiner mehr. Einer, zwei, drei. Ja, immerhin. Drei Raucher. Man sagt ja auch, wer einen Raucher küsst, der kann gleich einen Aschbecher ausschlecken. Ich weiß nicht, warum man das sagt, aber das sagt man halt, ja. Auf jeden Fall kennt jeder Raucher das Problem, ja. Der steht da, mag sich eine reinknallen und dann, steht er auf der verkehrten Seite. Na, scheiße, ja. Jetzt musst du außen rumlatschen, bis du eine rauchen kannst, ja? Aber nicht mit meiner neuen Erfindung, schau. Da kann man nicht ganz einfach den Filter drüber schieben. Ist das praktisch, hä? Aber nicht weiter erzählen, ich hab's noch nicht patentiert. Ja, ich renne um den Zeitlupe, weil ich kann total schnell laufen. Dass ihr euch dann denkt, hey, wo ist denn jetzt wieder? Und das ist übrigens mein Herzschlag. Hallo Publikum! Na, war ja gar nicht so schlecht. Den Kampf probiert man das zwei, drei Jahre schon, klappt einigermaßen. Sehr gut, das gefällt mir. Und jetzt für euch die Aluminiumbecher des Todes! Becher Nummer 1, Becher Nummer 2, ha ja! Becher Nummer 1, A, Becher Nummer 2, ha ja! Becher Nummer 1, Becher Nummer 2, Becher Nummer 1, A, Becher Nummer 2, ha ja! Becher Nummer 1, Becher Nummer 2, komm mit Becher Nummer 1, A, Becher Nummer 2, Becher Nummer 1, put, zurück in die linke Hand, ha ja! Keine Ahnung, warum das nicht klappt. Das hat noch nie funktioniert. Blöden Becher des Todes. Ach ja. So.
Jetzt gleich am Anfang geht's los mit einem weiteren Highlight meiner Darflichtung. Und zwar machen wir ein kleines Spiel, ja? Ich werde auf meiner Trompompompete. Auf meiner Trompompompete für euch ein Lied spielen. Und du musst erraten, wie das Lied heißt. Und der, wo es als erster errät, bekommt einen attraktiven Preis. Hey! Darf ich auch mitraten? Nein, du nicht. Nein, du nicht, weil du weißt ja alles. Ach so, stimmt. Aber der Rest darf alle mitraten, ja? Wer war's? Simon. Jetzt pass auf. Heia, Urte. Ja, warte. Urte, heia, Urte. Urte, Urte. Noch psychedelischer. Jetzt mache ich den gleichen Dreck, Trick. Ja, jetzt mache ich den gleichen Trick, aber diesmal schaut so aus, als bin ich ganz weit weg mehr. Mag's jemand probieren? Das ist voll witzig. Und das Gute an dem Trick ist, der in der Mitte steht, der kriegt's auf gar keinen Fall ab. Jetzt pass auf. Jetzt habe ich mich hypnotisiert. Wake up. Okay, 1, 2, 3, hey! So, wer gibt's jetzt ab? Ja. Hey. Hey. Wer hätte das gedacht? Ja, ich auch nicht. Aber jetzt, pass auf! Nachdem wir so viele sind, ist es ein bisschen wenig Wasser. Deswegen habe ich noch den zweiten Becher. Thank you.